Korrekt oder sicherer Tod? Das ist die Entscheidung, die uns jetzt bevorsteht bei Indiana Jones 3. Eddie, du hast nicht gelogen. Das stimmt. Denn in meinem Gral-Tagebuch steht es geschrieben, Simon. Ja. Werfen wir doch kurz einen Blick. Ich habe es mal hier mitgebracht. Und da sehen wir diese Stellung. Link auf der linken Seite. Skelett, Banner, Drache bedeutet korrekt. Skelett, Banner, Drache. Stimmt. Drache nach rechts. Drache nach rechts. Skelett guckt nach links, hat ein Kreuz und ein Schwert. Banner könnte auch sein, dass wir uns merken müssen. Zwei Zipfel. Findest du nicht auch, dass das Banner ganz schön selbstgerecht aussieht? Es wirkt ein bisschen arrogant, so. Mm. Ja, jetzt, wo du sagst, hat das hier so ein Gesicht, ne? Und hier auch zwei Beine und ein Schwänzchen. Ich bin ein Banner. Es fühlt sich, das ist arroganter Fatzke. Ja. So. Also. Auf der, da. Ja. Sieht schon ein bisschen arrogant aus. Da wehe ich im Wind den ganzen. Da guck mal unten sogar eine Hose. Sieht ein bisschen aus wie eine Hose. So Teufelsbeine sind das. Wie heißt das so? Genau. Wie heißen die? Das meine ich. Das ist nämlich eigentlich der Teufel. Und dann haben wir hier, dieses hier bedeutet sicherer Tod. Skelett, Trebuchet. Oder ist es ein, ein Katapult, doch. Ist ein Katapult, ne? Es sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen, habe ich mir sagen lassen. Ja? Ich weiß aber auch nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist ein Trebuchet wahrscheinlich ein fahrbarer Katapult. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Art der Transportation, wie dieses Ding geschleudert wird. Das weiß sicher die Regie. Die werden das jetzt googeln. Was ist denn das hier? Katapult und rechts, das ist so ein. Was ist das für ein Kopf? Ein Ritter? Nee. Das ist ein Löwe? Vielleicht? Aber auf zwei Beinen? Und was ist das über dem Kopf noch? Wie so ein Haken, ne? Das ist eher, ich dachte, eine Frisur. Aber, also ich kann es auch nicht erkennen. Sagen wir einfach, wollen wir sagen Löwe? Ja. Von mir aus. Ist egal, die war erst was Besseres. Also, ein Pferd. Könnte es nicht ein Pferd sein? Was ich dich. Ja, es ist ein Pferd. Aber warum ist es so nach oben? Ja, weil es keinen Platz hat. Wie ist denn das ein Pferd? Ja, wenn du ein Pferd beerdigen würdest, würde ich es genauso beerdigen. Aber so. Naja, was soll ich sagen? Okay, aber kurze Frage. Wollen wir das ausprobieren? Ja, klar. Den sicheren Tod? Ja, vielleicht ist es ja so ein guter Witz oder so. Also, ironisch. Das ganze Gral-Tagebuch ist ironisch. So Max Gold. Es könnte sich präsentiert das Gral-Tagebuch. Okay, pass auf, dann machen wir das einfach. Hast du es dir gemerkt? Max Gold. Nein, natürlich. Warte mal. Ja, du hast jetzt gerade, nein, zeig's mir nicht. Wir riskieren. Aus dem Kopf. Aus dem Kopf. Okay, aus dem Kopf. Das erste war ein Ritter und dann war das arrogante Banner. Und das dritte war der Drache, mit der nach rechts. Ja, aber das ist ja das Richtige. Der Old wir wollen ja erst sicherer Tod machen. Ja, aber okay, aber den sicheren Tod weiß ich, habe ich mir nicht so gut gemerkt. Warte, okay, dann. Es war. warte. Das Pferd auf jeden Fall ganz rechts. Pferd ganz rechts. In der Mitte, scheiße, an mein Gedächtnis. Was war denn noch mal in der Mitte? Ich will das wirklich alleine rauskriegen. Ich weiß auch nicht. In der Mitte war. Links war ein Skelett. Rechts war das Pferd. Was war denn noch in der Mitte? Ich weiß es nicht. Es kann eigentlich nur irgendwas total Banales gewesen sein. Ja, das Katapult! Der Trebuchet! Natürlich! Ja. Wir haben sogar noch drüber geredet. So, also. Du hast gespeichert, ja. Links machen wir. Ja, Ritter. Das mittlere dreht sich aber auch automatisch mit. Da ist der Trebuchet. Okay, aber das werden wir noch ein paar Mal machen müssen. Aber wie kriegen wir denn jetzt? Dann gehe ich jetzt mal an den. Kannst mal genau, mach mal rechts und guck mal, was dann. Es ist ein Pferd. Es ist tatsächlich ein Pferd. Ist das schon der richtige? Nee, leider nicht. Das ist irgendeine Nonne, Heilige, Mutter Teresa. Sonst müsste ja eigentlich auch was passieren. Hm. Ist das? Ich muss noch mal gucken. Es tut mir leid. Es sah allerdings, genau, es sieht aus wie das, die äußeren beiden sind richtig. Jetzt fehlt nur der Katapult. Dann müssten wir doch. Ja, ich würde den ersten so lange drehen, aber wenn du den. Ach, Moment, kannst du den mit der Mitte einfach so drehen? Ohne das, was bei den anderen passiert? Ja, dann ist es ja einfach. Das ist der sichere Tod. Na gut, wir haben es natürlich. Wir wollten es wissen. Aber es, siehst du, es so sicher gar, war es. Es ist gar nicht der sichere Tod. Gut. Aber dann hätten wir das wenigstens ausprobiert. In Dark Souls hätten wir jetzt irgendwas Geiles gekriegt dafür. So, aber das ist doch schon das Richtige. Haben wir das schon aufgemacht? Das arrogante Banner. Aber es könnte sein, ich glaube, wir haben es schon aufgemacht. Das ist doch schon das Richtige. Hier sind die drei Banner. Der Drache guckt nach rechts. Skelett mit Krone, Kreuz und Schwert. Geh nochmal zurück. Skelett mit Krone, Kreuz und Schwert. Ja, es gibt auch nur das Banner, oder? Das ist das. Es gibt nicht verschiedene Banner. Ja, dann ist es das wohl. Ich
Kann mich auch nicht mehr erinnern. Das hier ist wahrscheinlich aufgegangen. Oder ist das hier aufgegangen? Nein, ich glaube auch das hier. Ja, das sieht schon so aus. Aber ich meine, hier waren wir schon mal. Das sieht nicht neu aus. Ja, weil wir vielleicht letztes Mal schon ein bisschen reingelaufen sind. Doch, ich glaube, wir sind aber vielleicht auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist die andere Tür aufgegangen. Die linke. Na, aber was sollte ja auch dahinter sein, außer ein Labyrinth? Es ist irgendwie klar, dass da ein Labyrinth ist. Siehst du? Du hast vollkommen recht. Du hast wie immer recht. Und was ist das? Ketsche. Eine Kelle. Aber ist es auf der anderen Seite? Oder wo ist es so schwer perspektivisch? Was haben wir? Peitsche. Benutze. Ja, Mann. Das ist gut. Also, wenn sie hier jetzt nicht zu nutzen ist, bin ich enttäuscht von der Peitsche. Oh, komm. Du kannst es gar nicht anklicken. Was ist? Wo ist es? Was ist? Das gibt's da gar nicht. Man kann es auch gar nicht angucken. Und die Zugbrücke auch nicht. Gar nicht. Okay. Da wissen wir immerhin, wir müssen hier wahrscheinlich über die Karte anders hinkommen und die dann runterlassen. Aber, okay, zumindest wissen wir, dass wir noch nicht hier waren. Insofern ist das Labyrinth neu. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir mal. Okay, hier irgendwo muss ja noch was Neues sein. Wie weit sind wir denn jetzt ungefähr im Film? Immer noch relativ am Anfang, oder? Ja, es ist ein ganz schöner Block, der eigentlich so im Film natürlich gar nicht vorkommt. Wir waren in Venedig und sind eigentlich, wir suchen immer noch dieses Schild, dieses Wappen mit dem Rest von dem Text, den uns dieser alte reiche Mann gegeben hat. Und im Film sind es halt mehr oder weniger 3 Szenen. Es ist echt lustig, wie ich mich auch gar nicht an diese Sachen erinnern kann. Also ich weiß ja, dass ich das gespielt habe und auch mochte. Und ich hatte es aber echt als sehr filmnah in Erinnerung. Aber da sind schon eine Menge Breaks dazwischen. Was ja ganz cool ist, damit so ein bisschen auch überraschend ist. Natürlich. Aber sonst wären es eigentlich auch keine Rätsel. Da bin ich ja schon wieder. Ja, es hätte ja auch für Leute sein können, die den Film vielleicht nicht gesehen haben. Ja. Das ist ja immer noch spannend. Aber ja. Jetzt checke ich aber wirklich nicht, wo es lang geht. Gerade eben war ja auch noch vor dem Dreh, war Colin da und wir haben ein bisschen über alte Adventures wie Zack McCracken oder sowas hier geredet, wo einfach einem noch nichts gegönnt wurde. Es war einfach, du musstest dir wirklich in wochenlanger Arbeit dieses Spiel erkämpfen. Lösungshefte gab es in dem Sinn auch nicht und irgendwelche Lösungen in Games-Magazinen musstest du immer hoffen, dass es jemand macht und dann war es auch periodisch jeden Monat nur Teile davon. Also es war wirklich, man konnte nicht einfach Instant Gratification Rätsel lösen, wir würden hier teilweise sitzen. Es ist so crazy, wie sich die Welt verändert hat in allen Punkten, es ist so vieles, es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich klinge wieder wie der Boomer, komm, aber es ist einfach so. Ja, aber einfach, das alles so einfach zu kriegen ist und irgendwie so ist, ich rede von allem, Musik und Serien und Filme und Spiele und so, das ist alles so easy geworden. Ich frage mich halt einfach, wohin das führt, wenn du einfach weniger gefordert wirst als Mensch. Navi ist das Beispiel. Ich glaube, du bist anders gefordert, oder? Also ja, aber wie denn? Na gut, heute ist es mehr, dass du dir halt Gedanken um die Welt machst, so viel weißt über irgendwelche Sachen, jeden Kram mitkriegst, dir Gedanken machst um Russland. Früher wäre das halt, glaube ich, einfach auf einer anderen Ebene einem egal gewesen und dafür war halt wichtig, wo kriege ich DVDs her oder CDs. Ja. Ich kenne das auch noch im Supermarkt. Das war immer das Krasse. Für mich war Musik immer total verschlossen. Ich habe es nie gerafft. Und wenn ich versucht habe, mich für Musik zu interessieren, bin ich in einem Kaufhaufen Jo oder so und habe mir dann die Top 10 CDs, die es dann da gab, musstest du ja irgendwie noch hin zur Kasse. Ja, ich würde die gerne hören. Ja, okay, kriegst die CD, gehst hin, legst die ein, hörst dir irgendwie schnell die 10 Songs an, entscheidest, ob das was für dich ist. Ja. Das ist doch eine super dumme Art, Musik zu konsumieren. Aber wieso denn? Du appreciatest es doch viel mehr. Ja, aber es hat so lange gedauert und ich war begrenzt nur auf das, was die mir angeboten haben. Ja, aber du hattest ja auch Zeit, weil du nicht Netflix und 10 Millionen anderen Shit hattest. Du konntest dir richtig Zeit nehmen, die Musik kennenzulernen. Du hast auch ein Album gekauft. Wenn du was gefunden hast, dann ja. Und hast das hin und her gespielt. Du kannst jeden Song konntest du mitsingen. Heutzutage hörst du einen Song dreimal, dann nervt er dich schon. Brauchst was Neues. Aber was machen wir denn jetzt hier? Das ist der einzige Raum, den wir jetzt hier noch freigeschaltet haben. Und du bist eben mehrfach im Labyrinth rumgelaufen. Ich kann hier überhaupt nichts. Ich kann damit gar nicht. Der Raum ist nicht existent eigentlich.
Du, ich dachte erst, vielleicht kannst du da rechts lang, aber das ist auch kein Weg, ne? Ist hier wirklich nichts, was du anklicken kannst? Gar nichts? Also, wir gehen mal Pixel für Pixel. Hier ist, was ist Tunnel? Das kann doch nicht sein. Hier ist gar nichts. Das ist ja voll die Verarsche hier, weil ich meine, sie zeigen dir ja was, aber es ist nicht für Indie braucht eine Brille. Es ja, ist, wir haben wieder mal irgendeinen Gegenstand noch nicht genommen. Warte, was liegt da? Ist das einfach nur ein Fehler? Dieser braune Pixel. Also, wenn das jetzt das wäre, würde ich eine böse E-Mail schreiben. Ja. Auch das konntest du auch nicht. Konntest du einen Fax schicken oder einen Brief. Ja, so ein Briefkasten irgendwo in der Wüste. Genau. Okay, ich glaube dir, es geht nichts. Ja. Ja, das ist mysteriös. Dann ist der Raum ja nur da, um später wieder hinzukommen mit irgendwas. Aber dann muss ja hier irgendwo noch was sein. Okay, lass uns noch mal einmal jetzt, ohne uns abzulenken, da alle Wege lang. Du bist jetzt wirklich schon eigentlich überall. Aber ich nee, Sackgasse. Diese dreckigen Sackgasse. So, dann geht's hier hoch. Hier ist dieser relativ große. Geh doch. Dieser große Platz. Da sind wir schon häufig lang gelaufen. Ja, da brauchen wir nicht nichts. Die Wand ist da so komisch, aber. Ja, ich weiß, aber ich kann ja hier auch gar nichts machen. Also. Hm. Ja, okay, hast recht. Ist ja. Einfach nur. Okay, dann da oben warst du jetzt schon oben mehrfach. War die eine Sackgasse. Und hier, geht's schon zurück. Wieder zurück. Und wenn du runtergehst, warst du, glaube ich, auch schon in der Sackgasse. Ah, wobei. Ist wirklich eine? Ja. Fuck. Fuckgasse. Dann nach oben. Und zurück. Vielleicht müssen wir wirklich noch, wie du meintest, irgendwas triggern. Hm. War es nicht damals, zumindest bei Zack McCracken kenne ich es noch, da war ja diese Boulevardzeitung dabei. Wo auch in Werbung oder in Artikeln immer Tipps waren, die einem halt wirklich, wenn man überhaupt nicht mehr weiter wusste an schwierigen Stellen, dann hat man meistens wirklich einen Tipp gefunden. Ja. Man musste ihn halt nur irgendwie selbst finden und erkennen, dass das was damit zu tun hatte. Und das hat nicht immer geholfen, aber das war zumindest eine coole Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja, so dir bei Indie auch sowas gab. Wie die Hotline in My Monkey Island, wobei die hat, glaube ich, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Aber ich kenne noch eine Hotline bei der Fun Generation. Die haben dann tatsächlich für dich Sachen rausgesucht und so. Ja, früher auch die Club Nintendo Hotline. Ja, das war natürlich ständig angerufen. Da habe ich teilweise eine halbe Stunde mit den Leuten da, und das war noch richtig teuer damals, weil das hat richtig Kohle gekostet, Telefonkosten. Moment, aber ganz kurz, du läufst jetzt aber wieder zurück, ne? Ja, ja, wo soll ich denn lang? Ja, ich dachte, wir wollten jetzt noch mal in den anderen Räumen gucken, ob wir nicht irgendwas machen können. Ja, mache ich doch. Echt? Oder was meinst du? Hä? Moment, ist das ein neues Labyrinth? Oder ist das ist, wenn du links aus dem Raum rausgehst. Ach ja, nee, dann Entschuldigung, dann alles richtig. Ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen hier mit dem ganzen Shit, ey. Das ist, ich hab's vorhin auch bei dem anderen Let's Play gesagt. Wenn wir hier halt immer so unregelmäßig spielen, mit teilweise Wochen dazwischen, ist immer ein bisschen schwierig, dann wieder reinzufinden. Man hat halt auch einfach viel vergessen. Obwohl wir natürlich sensationell gut sind, aber was ist mit dem Loch? Da haben wir das Wasser abgelassen. Ich finde, es ist aber zumindest eine authentische Erfahrung, weil genau so ist es halt auch gewesen. Oh, hier klettert sogar da hoch. Und dann geht's hier wieder ins Labyrinth. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass uns irgendein Item fehlt. Ach, die Geschichte. Ja, das kann wirklich sehr leicht sein. Und ich glaube, irgendwas ist es auch am Ende. Kannst du noch mal genau, das sind alle Gegenstände, die wir haben, nur diese Dinger, die sechs Gegenstände hier. Die rote Kordel haben wir schon benutzt, das Tagebuch mit dem alten Buch irgendwann vertauschen. Was war nochmal der kleine Schlüssel? Der war doch, war das der Schlüssel, den wir beim Vater gefunden haben? Ein sehr kleiner Schlüssel, der war für diese. Vielleicht können wir den benutzen. Warte mal. Mach mal ruhig, ja. Aber ich glaube, der war für. Du hast ja auch nichts mit. Für diese Kiste im Haus des Vaters war der. Ach, guck mal, wenn man die. Man muss die anklicken, damit. Das wird einem gar nicht angezeigt. Das ist das Strange. Benutze kleiner Schlüssel. Guck, hier wird einem nichts angezeigt. Ja. Aber wenn ich es jetzt anklicke. Ja, scheiße. Das heißt, wer weiß, was wir schon alles übersehen haben, mit was man eigentlich interagieren kann. Ah, ja. Aber wir. Dann muss ich jetzt doch noch mal laden. Was? Naja, aber du hast es ja mit dem Was ist schon versucht. Ja, aber ich bin nur drüber gehovert. Du musst es anklicken, das meine ich nämlich.
Ja, aber nein, wenn du was ist anklickst, dann kannst du nur drüber hovern. Das ist das, was ich meine. Ja? Ich glaube ja. Ja, versuch's mal kurz hier. Ich meine, wenn du jetzt was ist machst. Ach so, das kann ich auch hier testen. Ja. Stimmt. Jetzt was ist mache. Genau, dann da, siehst du? Und dann taucht das auf. Also du hast es schon. Ja, okay, du hast recht. Zumindest in diesem einen Raum auch gemacht. Fuck. Ich überlege, wann ist denn Zeit, ab wann darf man mal nachgucken? Ich bin ja bereit, irgendeine Form von Strafe zu bezahlen dafür, aber ich habe ein bisschen den inneren Drang, zumindest zu gucken, ob wir auf der richtigen Fährte sind oder so. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hat die Regie ja irgendwie Erbarmen und kann uns mit der einen oder anderen mit einem kleinen Tipp helfen. Die wissen auch nichts. Ja, aber die können ja nachgucken. Aber wenn ich jetzt nachgucke, dann habe ich vielleicht schon wieder zu viel gesehen. Das ist immer das Risiko. Dann liest du irgendwas und merkst, oh, okay, ich habe die nächsten drei Rätsel auch schon. Ah, hier kamen wir hoch. Was ist Platte? Was ist Tunnel? Wir sind wirklich eigentlich zu weit zurück. Andererseits kann man hier wirklich leicht was vergessen, ja. Nur ja. Hier haben wir ja schon eine Menge. Ich frage mich halt, warum man überhaupt gar nicht erst beim Was ist, was sieht. Da, wo man, also, wir haben dieses Rätsel da gelöst vom Gral. Da muss es doch eigentlich weitergehen, weil sonst geht es doch nirgendwo weiter. Ja, uns hat das mit dem Gral halt nicht weitergeholfen, genau. Wir sind nur in einen Raum gekommen, wo wir nichts machen können. Warte mal, hier war hier nicht irgendwas? Hebel, ja, der Hebel. Den haben wir schon benutzt, ne? Ja, du kannst ihn ja noch mal benutzen. Ich weiß gar nicht, wenn es. Vielleicht geht das hier sogar. Ich glaube, den haben wir schon benutzt. Ich glaube, musst du einfach nur in die Hand nehmen. Also drücken oder so. Ja, ja, damit haben wir, glaube ich, das Wasser abgelassen. Nee, dann genau, dann geht die Falltür auf und wir landen. Ich weiß aber nicht, wo wir landen. Ja, ja, aber ist doch gut. Vielleicht ist das eine. Ist das irgendein Bereich, den wir noch nicht richtig abgesucht haben? Da unten zum Beispiel eben. Ja, ich gehe gleich da nochmal hin. Ich glaube, das ist der Tunnel, aus dem wir eh kommen. Aha. Ja, und da kommen wir eben oben wieder raus. Gehe ich nochmal rein. Es kann natürlich sein, dass wir das letzte Mal zu schnell den richtigen Weg gefunden haben und irgendwas anderes nicht entdeckt. Aha. Hier haben wir das Wasser rausgelassen. Stimmt. Aber waren wir schon auf der anderen Seite? Nee. Weiß auch nicht, wie. Hier könnte man auch die Peitsche noch mal, aber wir haben nicht mal ein, wir haben nichts zum Anknüpfen. Wenn man oben irgendwas durchs Loch lässt, mit dem dann die Peitsche sich da dran. Geh erst noch mal oben in diese eine Ecke noch mal, ja. Wo du. Okay. Okay, okay, okay. Also Wasser haben wir rausgelassen. Sollten wir aber auf eigene Faust darauf kommen, dann wird der Sieg so süß sein. Und für eine Minute unseres Lebens werden wir das Gefühl haben, wir haben alles erreicht. Zumindest wisst ihr jetzt, dass wir nicht bescheißen, indem wir uns vorbereiten. Nicht, dass die Gefahr ja, wie will man sich denn hier vorbereiten? Was sollen wir denn machen? Naja, in der außer eine Lösung vorlesen. Ja, aber das ist ja nicht, das wäre, also du meinst eigentlich bescheißen, nicht vorbereiten. Ja, vorbereiten, bescheißen ist ein schmaler Grad. Es ist halt, wenn überhaupt, oh, nee, hier waren wir auch schon. Wenn überhaupt sind wir einfach lame, dass wir uns an unser damaliges Durchspielen überhaupt nicht erinnern können. Eigentlich müssten hier und da Sachen bei uns klingeln. Das ist aber auch schon so lange. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da immer. Das hat, glaube ich, ein Kumpel von mir durchgespielt und ich saß daneben. Also ich weiß gar nicht, ob ich da mich an jede Szene noch erinnern könnte. Wahrscheinlich nicht, ne. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch nicht an einem Tag gemacht. Nee, nee, das war ja die Zeit. Das hat ja ewig gedauert. Plus du hattest eine Festplatte voll mit anderen Spielen. Alle gekauft natürlich. Also Indie hatte ich tatsächlich in der, also als
Vollpreisverpackung. Das weiß ich noch. Die hatten einen echt geiles Cover. Es war noch alles so groß. War das so beeindruckend? Diese riesen Papp. Ja. Aus irgendeinem Grund vermisse ich die am meisten, auch wenn ich natürlich den ganzen Quatsch doof finde. Ja, da waren wir aber schon. Also ist Teil der. Oh Gott, das ist aber auch nicht geil. Ich geh mal aufs Klo rüber. Und vielleicht kommst du ja dann mit einer guten Idee wieder. Oder mit einem Handy. Ich komme gleich einfach. Ja, ich mach das. Ich guck mal was. Mann, das ist aber wirklich sehr nervig. Diese Bögen geben, glaube ich, auch immer so ein bisschen einen Hinweis. Ja, hier geht's nämlich wieder raus. Das weiß ich nämlich noch da oben. Hier geht's wieder raus. Dafür wird's bestimmt gleich lustig, wenn wir rausfinden, was wir wieder dumm gemacht haben. So, Venedig. Das Dumme ist halt auch, und das sehe ich jetzt gerade wieder, wenn ich mir das hier angucke, wir müssen ja eigentlich immer noch in die Bibliothek zurück. Die ist aber zu. Ja, ich weiß. Und das macht es so komisch, weil wir brauchen ja noch die Biografie über Hitler. Wir brauchen ja auch noch Geheimnisse italienischer Katakomben. Wobei ich mir halt nicht sicher bin, ob wir die brauchen oder ob die nur helfen, weil es gibt mehrere Lösungswege. Vielleicht, ne? Aber es scheint, als kommen wir da nicht mehr zurück. So. Oh, Moment. Jetzt war jeder hier. Kann man hier was runter? Ah, warte mal. Benutzen. Peitsche. Haken mit. In den Holzstöpsel. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah, der Holzstöpsel doch, ja. So, wir sind übrigens fast mit Venedig durch, wenn dich das interessiert. Gehe nach oben in den Raum der Maschine, bringe hier die rote Kordel an und drehe am Rad. Aber man konnte doch nicht mit interagieren. Meint ihr jetzt die Maschine, die wir... Ich bin genau verwirrt wie du. Das ist der erste Satz, den ich jetzt gelesen habe, der, den ich noch nicht, den ich nicht kenne. Wir haben den Haken mit dem Holzstöpsel und mit der Peitsche rausziehen, dann... Die Leiter hoch, weiter nach rechts, genau. Das ist schon das, wo wir sind. Geht kann ja nur diese Maschine sein, eine andere Maschine, das gibt's ja gar nicht. Na, Moment, guck mal, weil danach kommt erst das Interessant. Jetzt vielleicht haben wir das auch lesen. Schon gemacht. Ja, aber danach kommt erst, geh weiter nach oben rechts, drücke die Statuen. Benutze deswegen, vielleicht. Rote Kordel mit. Du kannst ja hier nichts anklicken, das kann nicht die Maschine. Ja, dann ist es die nicht. Aber ist doch gut, dann haben wir uns. Aber dann haben wir irgendwas anderes. Haben wir das vielleicht schon gemacht? Ist da ein Bild? Nee. Gehe nach oben in den Raum der Maschine. Ich weiß nicht. Gehe nach oben in den Raum. Lass dich aber davon nicht so verwirren. Vielleicht haben wir das schon gemacht. Und haben die das hier mit Maschine? Nee. Nee, das ist direkt der nächste Part. Aber ich gucke jetzt mal wegen dem Kram danach. Also, wandere immer weiter nach links oben, bis du eine Art Schädelklavier findest. Was? Die linke öffnet den Weg nach unten. Wandere immer weiter nach links oben, bis du eine Art Schädelklavier findest. Also, jetzt mal ernsthaft. Aber wo? Von wo? Naja, sobald wir durch dieses Loch sind. Durch den Gang, den wir freigemacht haben. Mit den drei Säulen. Hä? Ich will nichts hören. Wo kommt jetzt die Maschine her? Aber ich weiß es offen gesagt auch nicht. Wir müssen ja einmal irgendwie falsch gelaufen sein. Hä? Das habe ich aber auch noch nie wahrgenommen. Ey, da hätten wir einfach einmal nach links irgendwo, dann geh doch mal da rein. Okay, wir sind einfach super dumm. Das sind Labyrinthe, Mann. Okay, naja. Okay, wir gucken einmal genau, was da ist. Jetzt wissen wir es ja schon.
Ja, okay, aber um ehrlich zu sein, hätten wir das wahrscheinlich auch ausprobiert. Wir haben ja nur 6 Gegenstände. Okay, jetzt haben wir den, wie heißt das, der Keilriemen? Ja, also der Seilzug. Genau. Seilriemen. Okay, und jetzt, das ist natürlich jetzt oben die Zugbrücke. Genau. Stark, Simon. Stark, Eddie. Wir sind aber auch einfach wirklich sehr gut, das muss man sagen. Also ich möchte an der Stelle auch vielleicht noch mal den Disclaimer vorausschicken. Ihr kennt das sicherlich, ihr zockt ein Spiel zu Hause, ihr kommt nicht weiter, ihr seid verzweifelt, dann guckt ihr Rocket Beans TV und denkt euch, fuck, die sind ja richtig gut. Da kann man dann natürlich schon, da kann man schon mal verzweifeln, aber vergleicht euch nicht. Wir sind ja auch Profis, wir machen das hauptberuflich und deshalb sind wir auch so gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, wir sind auch nicht von heute auf morgen so gut geworden. Das muss man fairerweise sagen. Das war schon viel Training, ja, genau. Natürlich ist das schon. Sag mal, Alter! Und währenddessen, ne? Natürlich ist da schon unglaubliches Talent vorhanden, wollte ich sagen. So, wir gehen jetzt hier lang, da lang, da runter. Dann wir hoch links. Jawohl. Durch den Bogen. Aha. Ah, ich bin sehr gespannt. Wir müssen ja. Das Schöne ist, dass die Lösung uns eigentlich nicht wirklich. Nee, die hat uns nicht wirklich geholfen. Aber die hat uns auf den richtigen Gedanken gebracht. Wir hätten sonst nie diesen Raum gesucht. Genau, die hat uns nochmal gesagt, da ist noch ein Raum, den ihr nicht gefunden habt. Aber dass wir den dann auch so schnell finden, war natürlich auch wieder reiner Skill. Reiner Skill ist auch ein guter Name. Sackgasse. Das sieht gut aus hier mit den Rissen im Boden. Nee. Richtig. Aber hier. Ach, nein. Das musste ihnen so einen Spaß gemacht haben, dieses Ding zu bauen. Komm, da machen wir noch einen. Ich muss ja gucken. Ja, du musst gucken. Wir haben gerade erst so eine Situation hinter uns. Okay. Albern ist das. Ein alberner Indie. Jetzt ist es grün. Torbogen ist immer gut. Aha. Noch mehr Schädel. Also der Raum ist aber auch wirklich nutzlos. Das haben sie häufiger hier. Ja, ja, das ist tatsächlich in dem Spiel wirklich. Aber eigentlich ja ganz schön, dass die einfach mal so Räume gemacht haben, die einfach nur Räume sind. Ja. Da kann man natürlich. Sich aber verschwendet an. Ich guck jetzt mal hier. Erstmal. Unten. Also, sie haben es auch ein bisschen übertrieben hier mit den Labyrinthen. Also, mit dem Licht und alles. So viel Spaß macht es jetzt nicht, dass man hier 6 Labyrinthe. 2 hätten gereicht. Ja, ja. Aber da muss ich immer wieder an die, ich glaube, ist es in Frankreich, ist es Paris, ich war, oder ist es Italien irgendwo, Rom? Es gibt doch diese, ja, es gibt so diese typischen Katakomben auch, die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Kanalisation mal waren, aber die sind irgendwie alle längst abgestellt. Und das ist unter Paris. Endlos, ja, ja. Unter Paris, ne, wo immer wieder Leute verloren gehen. Und dann gibt es halt auch so 1, 2 Fotos von Leuten, die dann da irgendwie gefunden wurden. Und das ist alles, Das ist ein Horrorfilm, der heißt Ach, echt? Der ist gar nicht so schlecht. Wie heißt denn der? Ich habe den Namen vergessen. Aber der spielt auch für so typische junge Leute, die, wir wollen mal die krassen Katakomben unter Paris erkunden. Der ist gar nicht so schlecht, der ist auch sehr gruselig. Ey, das ist super schlimm auch, weil das ist tatsächlich auch mal passiert. Und stell dir einfach vor, du läufst da so lange rum, bis du verhungerst. Da gibt es halt auch so Führungen und so, da kann man also wirklich als Tourist kann man sie sich angucken. Nee, also ich möchte es nicht mal als Tourist verriegelt. Darunter. Dann benutzen wir doch mal den Schlüssel, oder? Also, was ist das? Ist eine Holztür, oder? Ja. Hm. Ja, scheiße. Das ging auch zu einfach jetzt. Benutze. Macht ja auch gar keinen Sinn. Was ist Schädel? Nimm. Das kann ich nicht mitnehmen. Drücke. Ach, ja. Das ist das Klavier, okay. Ach stimmt, da war ja was mit Schädelklavier, ne? Ich nehme an, da muss man wieder das Gralstagebuch zu Rate ziehen. Natürlich. Per hos sonos sepulcrum Aperis. Aperios? Aperis. Von Bingen. Hildegard von Bingen. Bingen. Guter Name für. Auf jeden Fall. Sehr viele, sehr gut. Hildegard von Bingen. Es benutzt eine unbekannte Notation. Ich bin nicht sicher, warum es immer nur 6 verschiedene Noten gibt. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hä?
Na gut, darüber machen wir uns später Gedanken. Nein, Moment. Inwiefern genau translated das jetzt rüber zu den. Es sind, glaube ich, 7. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, wie ist das denn? Da unten ist ja auch noch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Wie heißt das? Die Linien. Wieso denn 6, 1? Ja, weil da unten Linien. Ich habe die Linien. Ach so, ja, gut. Weil das sind, steht ja vielleicht für die Schädel oder so. Du musst ja wissen, links, welche wir. Das ist ganz links. Nee, das da drunter ist ganz links. Das ist ganz links? Also, oder ganz rechts, ich weiß es nicht. Also erst den zweiten. Dann den ersten und dann den 1, 2, 3, 4, den vierten. Aber es sind, wie viel sind es denn? Es sind doch mehr als 1, 6. Es sind. Sind es die 1? Doch, es sind 6. Okay. 4, 5, 6. Wie passt 7. das denn zusammen? Ja, das sind die Saiten. Stell dir einfach eine Gitarre vor und das sind die einzelnen Saiten der Gitarre und du musst einfach nur auf den Saiten bleiben. Fragst, welche Reihenfolge. Also, du hattest schon richtig, der zweite, dann der erste, dann der. Aber warum der zweite? Fünfte, zuerst? Dann der vierte und dann der sechste. Oder es ist halt umgedreht, aber lass uns mal eine Sache probieren. Der erste ist. Ich schreibe mir das mal auf kurz. Auf der 1, 2, 3, 4, 2, Seite. 1. Mach ein Foto einfach. Mach doch ein Foto davon. Ja, aber ich will es eigentlich lieber. Aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wie das funktioniert. 5. Aber ey! Ist halt die Frage, wo hier vorne und hinten ist. Ey, was? Mach doch noch mal bitte runter. Ich wollte das so fertig auf. Sorry. Ja, egal, ich hab's auch so. 5, 4, 6. Okay. Aber wo ist denn 1? 2, 1, 5, 4, 6 wäre mein Tipp. Okay, also benutze 2. Ja. 1. Ja. Jetzt? 5. Und 4, also den davor natürlich. Und dann den letzten rechts. Simon? Das wäre so geil. Ficke dich! Doch! Was? Nee. Ist auf und zu gegangen. Was für ein Tease! Was für ein dreckiger Türentease! Jetzt versuche ich meine Variante. Also, das ist 2 als erstes. Ach nee, so hast du es ja auch gemacht, oder? Ich weiß jetzt nicht, was deine Gedanken sind. Meine war 2, 1, 5, 4, 6. Ja, okay, dann machen wir mal die Variante. Das erste ist auf der. Ja, wenn das die erste Seite ist, 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, so meinst du es, ja. Okay. Hat das jetzt gemacht? Achso, benutze. 5, dann 6. Mhm. Dann 2. Dann 1. Und dann 1, 2, 3. Aber ich möchte hinzufügen, meine Variante war auch nicht falsch. Es gab nur die zwei Möglichkeiten. Aber wir haben es geschafft. Und das auf eigene Faust. Ohne, gut, ohne die Gehirne einfach anderer. Nur durch Brainpower. Wenn ihr jetzt vielleicht euer Gehirn ganz nah an den Monitor bringt, kann ich ein bisschen was von der Power übertragen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich versuch's. Versuch's mal. Ich glaube, da kommt was da kommt was raus gleich, wenn ich weiter so presse. Ein Stück Gehirn. Oh, toll, die längste Sackgasse der Welt. Schon wieder übrigens ein Labyrinth, ey. Ich kann's auch, ich ertrag's nur noch, aber ich bin froh, dass du steuerst. Ich wäre schon längst am nervösen Rumklicken. Das ist wirklich eine Obsession mit diesen Labyrinthen, die heute selbst als. Es streckt halt die Spielzeit, ne? Ja, aber die haben es ja sogar in neue Sachen eingebaut, weil sie irgendwie denken, das wäre cool. Park. Es ist halt nicht cool. It's never cool. It's never cool to have a Labyrinth. Vor allem, das ist ganz schön groß hier. Shit, wir haben jetzt schon wieder so viel Übergang. Sackgasse. Ein kühles Sack. Und ich befürchte, dass der vierte auch wieder ganz viele Sackgassen, ganz viele Labyrinthe haben wird.
Ja, aber wobei man ja tatsächlich sagen muss, zu Indiana Jones passt sowas ja so, sogar ein bisschen. Ja, ich weiß, es war für die halt ein gefundenes Fressen. Also, oh ja. Geil, endlich, nur Labyrinth. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, die Labyrinthe bei Indiana Jones 3, die kamen so gut an. Die bauen wir jetzt in alle Spiele ein. Welches war denn zuerst? Nee, welche war Zack McCracken? Hey, also die hatten Labyrinthe auf jeden Fall. Warte, da war ich gar nicht bis zum Ende. Also Maniac Mansion hatte keine. Zack McCracken hatte viele. Warum gehst du nicht weiter? Und Indy, ja, kommt ungefähr in diese Richtung auch. War ich hier schon? Ach. Vor allem in anderen Spielen wirst du wenigstens belohnt, dann findest du einen Goldschatz oder sowas. Ein paar Münzen. Ein Bonfire, irgendwas. Hier kriegst du einfach nichts. Aber stell dir mal vor, wie schlimm das wäre, wenn jetzt auch noch in dem Labyrinth irgendwelche Gegenstände verteilt werden. Ja, dann musst du es nämlich absuchen. Ah, ja, ja. Na, da war das, die roten ja. War das Absicht oder was? Du warst zu schnell. Ich weiß es nicht. Ey, jetzt reicht's aber auch, Labyrinth! Hey, endlich. Alter, wir sind da. Wir sind da. Genau da müssen wir hin. Ich mach mal ganz plump. Öffne Sarg. Gut, da ist er. Jetzt zeig doch mal ein Bildschirm. Die Musik. Den Donnermann suchte. Ja, und jetzt. Das war damals richtig geile Grafik, ne? Also ich meine, sieht immer noch solche, gut aus, aber ja, ja, aber guck mal, wie farbarm eigentlich so. Ja, aber irgendwie ist es eine große extra dafür gemachte. Ja, ich feiere das auch, nur es ist halt echt aus heutiger Sicht echt nix. Wie machen wir das jetzt? Muss man es nicht irgendwie abpausen oder so im Film? Im Film haben sie, genau, nehmen sie dieses Ding und pausen den Rest ab. Und er hat aber jetzt schon die Infos abgelesen einfach, die er braucht. Deswegen, glaube ich, ist das gar nicht nötig. Du müsstest jetzt rechts raus. Das war's schon, meinst du? Man muss da nichts mitmachen? Ich weiß es nicht, Mann. Kann sein, dass man es abpausen muss. Aber wir haben es ja im Grunde gelesen. Moment, da kannst du es nochmal machen, bitte? Da war gerade eben ein zweiter Satz noch. Ja, also nochmal angucken, meine ich. Dasselbe wie eben, warte mal. Nach Iskenderun an der Mittelmeerküste. Ah ja, okay, dann können wir jetzt reisen quasi. Aber sonst ist hier wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Ich gucke lieber nochmal, dass wir nicht nochmal hier hin müssen. Man könnte natürlich auch noch mal in dem Labyrinth die restlichen Gänge absuchen. Oh, nee. Ich bin auch dafür, das vorerst zu ignorieren, bis wir es irgendwo in der Lösung lesen. Ich glaube aber auch, das ist jetzt hier. Ja, man weiß es nicht. Die Spiele damals, die waren natürlich schon fies, aber was ist denn das hier? Sieht aus wie Schuhe oder so. Das ist auf jeden Fall nur Dreck. Hier, Shortcut. Stark. Okay. Jetzt müssten wir reisen können. Alexandretta. Ne? Aber die Sachen aus. Ah ja, warten wir erstmal ab. Ach. Nachdem wir die ganze Arbeit gemacht haben. Ich habe überall nach ihm gesucht. Indy! Markus! Ach nee, Markus. Wer ist wer? Ich habe herausgefunden, wo mein Vater steckt. Man hält ihn in Schloss Brunwald gefangen, nahe der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Gut. Und ich weiß jetzt, wo der Gral steckt. Er ist in Iskenderun. Natürlich! Iskenderun! Ach, Simon, wir müssen Spiel synchronisieren. Ja, für die auch. Aber warum ist er denn so nass? Das ist eine gute Frage. Wenn er doch auch scheiße Frag lieber nicht. Okay. Ich rette Dad, dann treffen wir uns in Iskenderun. Oh, klar. Kein Problem. Ich bin dann weg. Ja, okay. Wo liegt eigentlich Iskenderun? In
Wo? Ich weiß auch nicht. Was? Nee, das, wir gehen ja erstmal den gerade. Stimmt. Oh, Alter. Uiuiui. Geiler Shot. Einfach so zum Nazi-Schloss. Bis vor die Tür gefahren. Wir gehen rein. Die Flaggen. Es ist schon lustig. Quadrat! ja, herrlich. Ach, das ist der Butler, ne? Oh ja, den müssen wir. Wir können am Ende zuschlagen, aber wir sollten vielleicht versuchen, mit ihm normal zu reden. Wir können ihn auch überreden. Im Film sind es die Wandteppiche, ne? Moment, aber im Film boxt er ihn auch um. Am Ende. Ja, scheiße. Aber ich glaube, man kann es eben lassen auch. Lassen Sie das, wer hat hier das Sagen? Okay. Ja, dann lassen Sie mich doch etwas freigeben. Ach, wir machen das, okay. Was? Der ist ja schon umgefallen, bevor du was gemacht hast. Ich kann einfach sehr gut boxen, Simon. Du bist so stark, dass die in den Stance gehen schon wie ein Schlag funktioniert. Unerwartete Schläge sind schwer zu kontern. Inzwischen woanders im Schloss. Okay, wir lesen jetzt immer vor. Okay. Ich freue mich jetzt schon. Sie haben nach mir gerufen, Oberst. Jawohl, ich möchte, dass Sie dieses unersetzbare Bild strengstens bewachen. Unersetzbar? Aber das ist doch nur ein Bild von einem Becher. Ruhe! Der Führer ist sehr daran interessiert. Wagen Sie es, die Meinung des Führers in Frage zu stellen? Nein, Herr Oberst. Dann gehen Sie jetzt wieder auf Ihren Posten. Jawohl, Herr Oberst. Ich habe den Hund auch schnell gemacht. Oh, guck mal, die Leiche ist er. Ja, sehr gut. Ja, wir haben ihn, der hat ihn gegessen. Indy hat ihn, man hat es nicht gesehen, er hat ihn schnell schnabuliert. Oder in diese Dings rein, ne? In die eiserne Jungfrau. Ja, aber es ist hier alles tatsächlich nicht anklickbar. Das ist ein bisschen schade. Man hätte ja irgendeinen Scheiß dazu schreiben können, ne? Aber auf der anderen Seite weiß man auch, womit man nicht interagieren kann. Ja, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben sich da echt zu einfach gemacht. Hier ist schon wieder ein Labyrinth. Oh, und es wird geboxt auch. Ist das das unersetzliche Bild? Nee, da ging es ja um den Kelch. Ich meine, die haben wirklich einige Wandteppiche. Was ist denn das hier? Siehst du das rosa Ding? Ja, ja, manchmal einfach nur Grafikfehler. Vielleicht ein bisschen optimistisch, den zu klauen, aber... Ich will ihn nicht und dahinter ist nichts. Ja, okay. Das wollten wir eigentlich wissen, ne? Ob was dahinter ist. Wer steckt hinter dir? Daran erinnere ich mich auch überhaupt. Einfach nur ein riesiger leerer Raum. Doch, doch, an das Schloss kann ich mich erinnern. Klar, so ein Nazi-Schloss vergisst man nicht. Wir suchen ja eigentlich unseren Vater? Genau. Nee. Ja, ne? Der muss ja hinterm Kamin eigentlich sein. Ach nee, warte. Da landen wir erst später. Okay. Ja, die Geschichte, ne, wenn wir gefangen genommen werden. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist oder so. Oh, Sie haben wirklich wieder einen Weg gefunden. Ah, okay, das war einfach nur ein jetzt landest du wieder hier. Das ist halt wieder ein Labyrinth. Ja, weil sie haben einfach nur die Texturen ausgetauscht. Oh, oh. Der ist besoffen oder so. Hallo, mein guter Freund. Das. Vergessen Sie es. In Ordnung. Ja, das ist ja einfach an der Wand. Ich finde schon beeindruckend, dass er im Stehen schläft. Mhm. Geht das überhaupt? Jahrzehnten. Aber genau, über die Fenster kommt man ja teilweise in Räume rein. Aber du hast jetzt aufgegeben, oder was? Was soll ich machen? Das Fenster? Ach so. Ja. Also es geht nicht auf. Okay, vielleicht finden wir einen. Haben halt auch einfach gar keine geilen Items. Alter, hier ist aber auch viel Kram, ne? Denkst du? Ja, okay, aber ist wieder alles nichts. Ach, es sind schon viele Räume jetzt. Ich mag hier den Hitler-Adler mit Löffel und Messer. Stimmt, den sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das wären Krallen, aber das ist ja wirklich Löffel und Messer. Ah, herrlich. Ja, wir haben nichts. Ja, wir haben nichts. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Da rotiert der Schweinebraten. Heiße Kohlen.
wahrscheinlich nicht nehmen, so ohne weiteres, ne? Das ist das falsche. Falsche Impelcher. Viel zu heiß. Also, wir merken uns, da ist Bier. Bier, heiße Kohlen, die könnten auch noch mal. Mhm. Kann man in dem Spiel sterben? Ich speichere mal lieber. Ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sterben kann. Das sieht gefährlich aus. Hm. Nee. Einfach nur der gute Adlerteppich. Alles ist Adler in diesem Schloss. Okay, aber das ist ja noch übersichtlich, muss man sagen. Hier ist nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, waren wir hier schon? Da waren wir schon, ja. Ja? Ja, waren wir oben links schon? Hier? Nee. Ja, es ist im Grunde alles ein Fenster. Also alle ein Raum, meine ich. Ein. Hier ist der. Aber hier müsst ihr jetzt. Ah, ich dachte, hier wäre jetzt auch wieder ein Fenster. Ich glaube, die kannst du nicht öffnen. Okay, dann nochmal zu dem anderen Fenster vielleicht. Ja, irgendwie denke ich auch bei dem, da war zumindest mal ein Gegenstand, mit dem man was machen kann. Man kann es natürlich immer versuchen mit der Peitsche. Wahrscheinlich will der Besoffene irgendwann mehr Bier oder so. Bräuchte man halt irgendein Gefäß. Ja. Wir kriegen keinen. Ich glaube, hier war das. Ja. Hallo, mein guter Freund. Was tun Sie hier? Ich hier, sag mal, warum sind wir überhaupt in dieser Welt? Geil, den kannst du so richtig. Eine interessante Frage. Was denkst du darüber? Ich denke, ich brauche noch ein Bier. Wir haben aber keinen Kelch für ihn. Was bringt das, wenn wir ihm jetzt ein Bier geben? Dann fällt er halt um. Haben wir auch nicht viel mehr davon. Ach komm, du Arschgeige, ey. Peitschen-Elitist. Ja, da brauchen wir vielleicht dann wirklich was. Werkzeug oder Schmiermittel. Wir haben ja nun wirklich auch, was ist denn eigentlich das für ein Bild? Kleiner Junge gemalt. Toll. Oh, warte, was ist das? Ist das ein Pixelfehler? Ja. Okay. Also der will Bier. Haben wir auf der linken Seite noch irgendwas übrig? Nee, ne? Den Raum. Shit. Okay. Aber rechts geht's auch nochmal lang? Ja. Ja, gut. Das wäre ja auch ein kleines Schloss. Ja, halt! Das halt, sind Sie in offiziellem Auftrag hier? Da bist du Haftbefehl. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Warten Sie, wie lautet die Nachricht und wer sind Sie? Lassen Sie mich durch, ich bin Harz. Nein, erst die Erklärung, dann dürfen Sie durch. Gut, passen Sie jetzt genau auf. Peng. Oh, wie mache ich das? Weißt du es noch? Wie weiß ich, wie es geht? Ich weiß es nicht. Welche Taste muss man denn drücken? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir hatten es einmal vor 2 Wochen oder so. Es ist so geil, wir sind einfach so schlecht.
au, 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 au. Au. Au, au, au. Auf ja, die Nase. Du machst es. Du musst einfach die Schlagkraft einmal noch, genau, die musst du immer so anschwellen lassen und dann einen ihm eingeben. Jawohl. Patz. Nee. Shit. Ja. So gut, wenn er die Deckung unten hat. Vielleicht musst du deine Deckung einfach oben halten. Okay, aber jetzt wissen wir wenigstens die Schlagtasten. Jetzt wird alles anders. Nachdem unser Held Indiana Jones das Bewusstsein wiedererlangt hatte, durfte er in seinem Deutschen Museum bis an sein Lebensende Kunstwerke putzen. Und da die Nazis den Gral schließlich fanden, war das für ihn eine lange, lange Zeit. Ja, man kann sterben, aber nicht so richtig. Man wird nur gedemütigt. Man stirbt so ein bisschen innerlich. Wie wenn man dieses Let's Play guckt. Naja, gut. Aber es ist ja auch alles dumm. Okay. Jetzt wird alles gut. Ja, aber das muss man jetzt müssen wir darauf achten, dass es ab jetzt immer diese Kämpfe gibt, die das Ende bedeuten sollen. Und da muss man dann vorher echt speichern. Es ist mehr als in anderen Adventures muss man hier, glaube ich, speichern. Du hast vollkommen recht. Wir können natürlich dieses Boxen. Ach, guck mal hier. Ach, der hat sogar automatisch gespeichert. Einfach laden hier, guck mal. Ja, kommt gleich zuschlagen. Ich kann mich erinnern, dass es Wege gibt, an denen manchmal vorbeizukommen, aber auch nicht an allen. Machen wir das, genau. Ach, shit. Noch die Geschichte ab. Ja. Lass mich Ihnen doch was umsonst geben. Hier. In die Fresse. Ja, nach hinten laufen. Wenn er kommt, patz, eine auf die Nase. Ja. Kiten. Ja, sehr gut. Oh, du kannst natürlich auch. Ja, siehst du, zwingst ihm deinen Prügelstil auf. Ja, hast ihn fast. Ja. Die Nazi-Sterne. Ah, ist das lustig. Ist ja geil. Nichts zu finden. Okay, ach so, man, bei manchen. Halt! Ha, sieh da in der Lederjacke! Ja, der sieht aber ein bisschen dumm aus. Vielleicht kann man den, der Gefangene hätte es mal fangen können. Ja, das Dumme ist, dass du jetzt die Ausdauer natürlich schon verloren hast. Ja, aber wer so kämpfen kann wie ich, der braucht auch keine Ausdauer. Oh ja, der ist auch nicht gut. Merkst du, der ist feige. Ja, schön und links. Plump. Links-Rechts-Kombination. Der Jab, dann kommt der Punch. Er muss aber auch treffen, sonst verlierst du nämlich deine eigenen Balken. Ja! Mit dem allerletzten Pixel! Gut gemacht. Ey! Ich habe 15 Mark gefunden. Mark. Das ist ein Fantasy-Spiel. Oh, warte, ich sollte abspeichern. Ja. You tell him. Nein! Okay. So, da können wir lang. Der Zeppelin. Die Hindenburg wahrscheinlich. Schauen wir mal hier, was ist. Guck, kannst du alles nicht angucken. Nichts davon. Nicht mal das. Der könnte doch sagen, wow, das ist aber ein tolles Modell oder ja, so. Ja, ne? Das meine ich. Ist ein bisschen, sie machen es sich echt einfach. Also es ist, als hätten sie einfach nur eine Lizenzarbeit abgeliefert. Ja. Ich meine, ohne die übliche Liebe so ein bisschen. Das ist eigentlich gemein, weil das Spiel ist ja nicht schlecht, aber dass man da so wenig anklicken und so wenig Monologe auch bekommt von Indie, ist schon komisch. Oh. Das ist später wichtig. Hier ist auch deswegen, ey, guck mal, hier siehst du im Boden, siehst du jetzt die Spur. Genau da müssen wir hin. Das ist nicht schlecht. Es sind, glaube ich, ach nee, auf der anderen Seite sind es vielleicht Frauen, aber eigentlich waren es doch, glaube ich, Frauen, die man drücken muss. Gut. Wir kommen voran. Aha. Oh nein. Hinter uns zugegangen.
Was? Mir fällt gerade auf, wo ist denn eigentlich unser schönes Indie-Board? Das ist gar nicht mehr da, ne? Wir hatten doch die ganzen Minimatzen. Stimmt. Oh, hier ist der Fluchtweg später, oder? Das ist doch für später. Ich denke auch, ja. Sobald wir. Ja, wir sind schon ein bisschen vorweg. Okay. Das wird später der Fluchtweg. Was denn eigentlich? Geht's hier rechts noch weiter? Schon mal gut zu wissen. Welche hatten wir jetzt schon aufgemacht? Die schon? Aha. Ah, das ist gut. Verkleiden und dann als Oberst irgendwie rumlaufen. Ja, klar. Ein Schloss. Ah, vielleicht jetzt den kleinen Schlüssel. Auch wenn das niemals, wenn das geht, bin ich sauer. Es würde gar keinen Sinn machen, dass dieser Schlüssel hier funktioniert. Deswegen. Ja. Ich glaube, mich ärgert, dass wir ihn noch dabei haben, weil wir haben ihn eigentlich, glaube ich, schon benutzt und das ist so ein was man echt nicht braucht. Das ist eine gute Verkleidung, ja, sehr gut. Wir müssen aber auch den Schlüssel irgendwann noch finden für die Oberstverkleidung. Meines Dieners, ja. So, okay. Wie kriegen wir das Schloss auf? Ich probiere es mit der Peitsche, aber es wird eh nicht funktionieren. Ja, bin ich mal gespannt, wenn mal die Momente kommen, für die du eine Peitsche trägst. Dann willst du nicht die Diener-Uniform direkt anziehen? Ja. Sehr gut. Besser. Aha. Fick. Warum haben sie diesen Raum? Den musst du doch auch wieder einer bauen. Damit du beim nächsten Mal dann nicht nachguckst, weil du denkst, ach, ja. So einer wieder. Warst du in der zweiten Tür auch oder habe ich das verpasst? Ja, da war doch der Kamin. Ach, Entschuldigung, ich dachte, das wäre auf rechts gewesen. Und was ist dann rechts? Sorry, ich habe offensichtlich nicht aufgepasst. Ja, da war das okay, sorry. Und hier oben waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir schon, glaube ich. Ja, da kamen wir, glaube ich, sogar rein. Ja? Ja. Ich denke ja. Aber das heißt, dann waren wir rechts nicht. Da oben, ja. Links oben, nein. Also. Hä? Ich dachte, meine Orientierung ist scheiße. Links oben, genau, da waren die Schlägereien. So. Jawohl. Justin. Das ist ein guter Save. Man kennt's. Ja, das ist bei mir auch nicht anders. Das geht jetzt auf, oder? Kann jetzt mal bitte eins davon aufgehen? Okay. Mann. Oh, guck mal, deine Klamotten heißen Indiewear bei Lucasfilm. Okay. Behave. Aha. Das sieht so völlig deplaced aus. Was, die geht einfach so auf? Klar. Schautruhe? Vielleicht musst du dich da verstecken irgendwann. Alter. Ah, wir haben Geld, jetzt 65 schon. Kannst du fast das Spiel von kaufen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, jetzt gibt's Ärger. Alter! Und auch noch, und er hat dich direkt erkannt. Aber, Simon. Ja, du hast ja gespeichert, ist nicht schlimm. Wieso greift er mich denn direkt an? Und wieso habe ich keine Ausdauer? Ja, der hat direkt erkannt, dass du, weil wir schon gekämpft haben. Ich verstehe auch nicht, wie man das resetten kann. Wie sollen wir jetzt an dem vorbeikommen? Das ist echt schwer, ne? Aber der hat uns direkt erkannt, dass wir brauchen wahrscheinlich eine Oberstverkleidung, nehme ich an, für den. Wäre zumindest meine Idee. Ja, das mag sein. Das ist, wahrscheinlich soll man nicht an dem vorbeikommen. Ich speichere trotzdem mal hier ab. Hm. Nee, ich glaube, dass du es nicht mehr schaffen könntest, wenn du sehr, sehr gut kämpfst. Wir hätten wahrscheinlich einfach ein bisschen vorsichtiger. Ah! Scheiße, wir hatten es auch. Vielleicht das, einer ihrer Kollegen. Oder? Könnte ja, würde ich glauben. Was sollen Sie denn hier? Oh, das könnte klappen.
Aha, gut. Was für ein Getränk? Den haben wir aber gar nicht. Trinken im Dienst ist verboten. Es verlangsamt die Reflexe. Oh, und dann gibt's gleich aufs Maul. Vor allen Dingen, Alter, wir sollten nicht in den Kampf gehen mit so einem Lappenstreifen hier. Ja, ärgerlich. Wir sind an einem schwierigen Punkt des Spiels angelangt. Schon fünfmal Game Over gegangen. Bei einem Adventure. Nee, bei dem Lucasfilm Adventure. Es ist wirklich, ich hätte auch nicht gedacht, dass das geht. Aber bei Indie geht das. Denn da kann man sterben. Da ist das Leben nicht einfach nur bunt. Nee. Und endlos. Ganz anders als diese Folge, die sich jetzt leider schon wieder dem Ende zugeneigt hat. Aber das Tolle ist ja, es kommt noch eine. Mhm. Die könnt ihr euch das nächste Mal anschauen. An der gleichen Stelle wie hier. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Drückt die Glocke. Und gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was für geile Typen wir sind. Und gerne auch Tipps geben. Brauchen wir die? Weiß ich nicht. Okay. Einfach mal raushauen. Tschüss. Chilled a monkey brain.